Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. In ihm soll es um die häufigsten und geläufigsten Kaninchenirrtümer gehen, über die man sich bewusst sein sollte, wenn man sich einen solch süßen, putzigen Hausgenossen anschaffen möchte. Viele Menschen denken, wenn sie ihrem Kind ein Kaninchen kaufen, dann ist es ruhig, quengelt nicht mehr und sie haben das ideale Haustier. Es ist stumm, kuschelig und recht günstig in der Anschaffung. Es will nicht wie eine Prinzessin verwöhnt werden. Es schleppt einem keinen halbtoten Vögel und Mäuse in die Wohnung. Es will nicht Gassi gehen und bei schlechtem Wetter kann man es einfach links liegen lassen. Ich komme doch schon. Jetzt geht's weiter, ne? Gehen wir noch ein Stückchen. So schöne Sonne, ne? Das gefällt dir. Schnee und Sonne ist toll, ne? Ja? Na los, komm, lauf! Manch einer hat noch im Hinterkopf, dass man Kaninchen ja auch in Buchten halten kann und sie dann brav und still umhersitzen. Aber ihm bleibt ja auch nichts anderes übrig in so engem Gefängnis. Und dann sieht man auf Insta und anderen Kanälen wunderschöne Kaninchenzimmer mit Kaninchenmöbeln, Plüschteppichen und kuscheligen Haustieren, die scheinbar nur Freude machen. Ich danke der lieben Mandy, der Monika, der Ronja und vor allem der Elisabeth dafür, dass sie mir Aufnahmen ihrer Tiere zur Verfügung gestellt haben, um dieses Video zu drehen. Außerdem war die Elisabeth so nett, uns ihre Kaninchengeschichte zu erzählen, weil man dadurch sieht, was auf einen zukommen kann, auch wenn eine Pflegestelle, bei der man sich ein Tierschutztier holt, versichert, man holt sich einen ganz pflegeleichten und kerngesunden Hausgenossen nach Hause. Elisabeths Insta-Account blende ich hier ein. In der Videobeschreibung findet ihr ihn auch. Elisabeth wollte kein Jungtier zu ihrer Gruppe, sondern eins, was im Alter passte. Und deswegen holte sie sich ein Leihkaninchen. Schön, dass es so etwas gibt. Dieses Kaninchen hieß Yuko. Ein ausgesprochen ruhiges Tier, wie man ihr sagte. Ja, ängstliche Tiere sind wirklich meist ruhige Tiere. Aber bei Elisabeth fühlt es sich wohl recht wohl. Von ruhig, also keine Spur. Und damit man sieht, wie Kaninchenzimmer wirklich aussehen, blende ich euch hier verschiedene Bilder ein. Ich danke allen denen, die mir diese Fotos zugesendet haben. Und wie man hier sieht, kein Möbelstück ist zu hoch, um nicht irgendwie drauf zu springen. Auf ein Klo gehen wäre eine feine Sache, wenn man nicht das Klo mit der Buddelkiste verwechseln würde. Und kommt mal an Stoff oder Zellstoff ran. Dann hat man natürlich nach Kaninchenart alle Pfoten voll zu tun, sein Revier umzugestalten. Raufasertapete schmeckt übrigens besonders gut und Holzleisten sind auch nicht zu verachten. Wenn dann irgendwann die Wände so aussehen wie auf diesen Fotos hier, ist das nicht nur ärgerlich, sondern auch teuer. Kaninchen haben eine völlig andere Vorstellung von Ästhetik und ob die Decke, die sie gerade zerknabbern, teuer war oder ihrem Magen gut tut, das ist ihnen reichlich egal. Auch Kabel werden in der Regel mit Ästen verwechselt und gnadenlos durchgebissen. Selbst teure Kaninchenzimmermöbel sind irgendwann zernagt, verwüstet, vollgepullert und unansehnlich. Deshalb bleibt dem entnervten Besitzer meist nichts anderes übrig als das, was auch die liebe Ronja sicherheitshalber macht, tagsüber, wenn man nicht zu Hause ist, die Tiere irgendwo in Sicherheit für sich und für die Mieter der Wohnung zu bringen. Wird ein Kaninchen krank, dann wird es richtig teuer. Tierarztkosten sind mittlerweile mächtig gestiegen und bringen manchen Besitzer an den Rande dessen, was leistbar ist. Deshalb werden wir in einem späteren Video auch mal etwas zu Tierversicherungen machen. Halb humorvoll, halb verzweifelt stellt Elisabeth fest, dass ihr Kaninchen wohl ein Montagsmodell wäre, da es nur krank war. Elisabeth hatte Gott sei Dank eine Kaninchenkrankenversicherung. Solche Versicherungen sind relativ teuer. Wir werden in einem späteren Video mal etwas dazu machen. Für Kinder geeignete Anfängertiere sind Kaninchen weiß Gott nicht. Sie werden die Wohnung verwüsten, werden immer dann, wenn das Kind spielen will, schlafen oder sich ängstlich in die Ecke ducken und werden dann aufwachen, wenn das Kind ins Bett geht. Kinder sehen außerdem meist erst viel zu spät, wenn es ihrem Tier nicht mehr gut geht, da Kaninchen das recht lange verstecken können.
Und 10 Jahre lang jeden Tag Grünfutter holen ist nicht nur für das Kind, sondern in der Regel für die Familie eine Zumutung. Meiner Meinung nach sind Kaninchen eher etwas für Jugendliche und Erwachsene, die Freude daran haben, die Tiere zu beobachten und die bereit sind, ein Zimmer ihrer Wohnung als Kaninchenzimmer zu opfern und gnädig drüber hinwegzusehen, wenn die Kaninchen es nach ihren Vorstellungen gestalten. Wie schafft ihr es, dass eure Kaninchen in der Wohnung keinen Blödsinn anstellen und dass sie nicht irgendwelche Dinge fressen, die nicht in ihren Magen gehören? Wie schafft ihr es, dass sich die Schäden in der Wohnung in Grenzen halten? Wie oft müsst ihr euer Kaninchenzimmer reinigen? Schreibt es gerne in die Kommentare, damit Leute, die unsicher sind, genau abschätzen können, was auf sie zukommt. Eure Diana von Happy Kaninchen.